Testnoten. Sie wissen, im Fall von Unfall, von Krankheit, von Pflegebedürftigkeit können Sie sich in diesem Land wie nur ganz wenigen Ländern der Welt darauf verlassen, dass Sie die erforderliche Hilfe erhalten. 5 Millionen Menschen geben in diesem Land in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Gesundheitswesens ihr Bestes, damit es anderen besser geht. Zugleich wissen die Menschen aber auch, dass unser Gesundheitswesen vor großen Herausforderungen steht. Die erfreulicherweise ansteigende Lebenserwartung, auch das Ergebnis einer gesünderen Lebens- und Arbeitsweise sowie des medizinischen Fortschritts, führt zu einer steigenden Zahl hochbetagter, mehrfach und chronisch erkrankter, pflegebedürftiger Menschen. Beispielhaft sei die wachsende Zahl demenziell Erkrankter in unserem Land genannt. Zugleich wirft die deutlich abnehmende Zahl erwerbstätiger Menschen und ein zum Teil massiver Bevölkerungsrückgang in einzelnen ländlichen Regionen weitere Fragen auf. Wie steht es um eine gute medizinische und pflegerische Versorgung im ländlichen Raum? Wie stellen wir den wachsenden Fachkräftebedarf im Gesundheitswesen sicher angesichts schon fehlender Fachkräfte, beispielsweise im Pflegebereich? Schließlich sorgen innovative Therapien, Arzneimittel und Medizinprodukte zum einen für Hoffnung bei Erkrankten, weisen uns aber auch auf die Herausforderung hin, auch weiterhin alle Menschen in unserem Land am medizinischen Fortschritt in guter Weise teilhaben zu lassen. Die Bürger erwarten zu Recht, dass wir uns diesen Fragen stellen, und wir tun das. Bei den zahlreichen Gesetzgebungsvorhaben im Gesundheitsbereich gilt, stets verbinden wir die patientenorientierte Ausgestaltung der Leistungen für Pflegebedürftige und Kranke mit Maßnahmen und Regeln, die zeigen, dass wir die nachhaltige Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens im Blick haben und stärken. Nachhaltige Leistungsfähigkeit in einer Haushaltsberatung will ich beginnen mit der nachhaltigen Finanzierung unseres Gesundheitswesens. Unsere leistungsstarke gesetzliche Krankenversicherung ist finanziell solide aufgestellt. In der Jahresmitte 2015 gibt es bei Gesundheitsfonds und gesetzlichen Krankenversicherungen Reserven von rund 24 Milliarden Euro. 20 Millionen Menschen in diesem Land konnten zu Jahresbeginn profitieren von niedrigeren Krankenversicherungsbeiträgen, gemessen mit der früheren Beitragsvorgabe. Diese gute Lage ist das Resultat sowohl gesundheitspolitischer Weichenstellung als auch der guten wirtschaftlichen Lage in unserem Land. Ein leistungsstarkes, solidarisches Gesundheitswesen braucht eine starke Wirtschaft und eine gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Richtig war es deshalb, dass wir im Jahr 2014 und 2015 durch eine vorübergehende Absenkung des Bundeszuschusses einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung und damit zur Wachstumsförderung in unserem Land geleistet haben. Und nun halten wir Wort, und im Jahr 2016 wird dieser Bundeszuschuss erneut 14 Milliarden Euro, ab dem nächsten Jahr dann dauerhaft 14,5 Milliarden Euro betragen. Deshalb ist es richtig, dass die Koalitionspartner sich darauf verständigt haben, den Arbeitgeberbeitrag einzufrieren. Mit einer Politik für sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze stärken wir die Grundlagen unserer sozialen Sicherheit. Zugleich ist klar, dass damit Leistungsausweitungen nur mit Augenmaß möglich sind, muss Effektivität im System, wo immer vertretbar, erhöht werden. Deshalb zielte bereits das erste Gesetz dieser Koalition auf die Verlängerung des Preismoratoriums bei den Arzneimitteln und die Erhöhung des Herstellerabschlags, Maßnahmen, die die gesetzliche Krankenversicherung um jährlich 650 Millionen Euro entlasten. Die Verbindung von konkreten Leistungsverbesserungen für unsere Patientinnen und Patienten einerseits und die Stärkung struktureller Nachhaltigkeit des Gesundheitswesens, dies prägt alle unsere Gesetzesvorhaben. Mit dem Versorgungsstärkungsgesetz stärken wir die Versorgung im ländlichen Raum, indem wir beispielsweise den Kassenärztlichen Vereinigungen die Möglichkeit geben, mit konkreten Niederlassungsanreizen rechtzeitig die Weichen für eine Sicherstellung des Angebots zu stellen.
Wir stärken die Allgemeinmedizin, aber auch die Weiterbildung in den grundversorgenden Facharztdisziplinen. Zugleich schaffen wir mit einem neuen Innovationsfonds 300 Millionen Euro in den nächsten 4 Jahren pro Jahr die Voraussetzung, sektorübergreifende Versorgungsformen zu erproben, um sie alsbald in die Regelversorgung einzuführen. Wir haben lang genug Mauern zwischen den Sektoren gebaut. Mit diesem Innovationsfonds bauen wir Brücken für die Patientinnen und Patienten. Zugleich erhöhen wir auch damit die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung im Gesundheitswesen. Mit der Krankenhausreform sichern wir gut erreichbare Krankenhausversorgung und machen im Interesse der Patientinnen und Patienten die Qualität der Krankenhausleistung zum entscheidenden Maßstab künftiger Krankenhausplanung. Wir verbinden die Sicherstellung ortsnaher Grund- und Regelversorgung mit besserer Finanzierung der besonderen Aufgaben von Zentren, etwa in den Hochschulkliniken oder im Bereich der Notfallversorgung, verbinden dies aber auch mit dem Abbau von Überversorgung oder mit einem strukturierten Zweitmeinungsverfahren, um überflüssige Operationen zu vermeiden. Das ist im Interesse der Patientinnen und Patienten und es steigert die nachhaltige Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitswesens. Der Förderung eines selbstbestimmten Lebens gerade älterer Patientinnen und Patienten. Und da denke ich beispielsweise an das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit, Medikationsplan sowie einer besseren Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Leistungserbringern, auf die gerade mehrfach und chronisch erkrankte Menschen angewiesen sind, dient unser Gesetz für die sichere digitale Kommunikation und Anwendung im Gesundheitswesen, kurz E-Health-Gesetz genannt. Es stärkt zugleich den Datenschutz in diesem wichtigen Bereich. Mit dem Präventionsgesetz haben wir eine jahrelange Debatte zu einem guten Ergebnis geführt. Wir stärken die Gesundheitsförderung in allen Lebensbereichen, von der Kita über die Schulen und den Arbeitsplatz bis hinein in die Altenpflege. Dies dient der Lebensqualität der Menschen, die so lebensstilbedingte Krankheiten vermeiden oder doch in ihrem Verlauf günstig beeinflussen können. Aber es dient eben auch der nachhaltigen Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems. Im Haushalt unterstützen wir die Ziele des Präventionsgesetzes beispielsweise mit 3 Millionen für Informationskampagnen zur Erhöhung der Impfrate, aber auch erstmals mit 3 Millionen Euro für Projekte zur Vermeidung von Diabetes mellitus. Meine Damen, meine Herren, einen echten Kraftakt stemmen wir bei der umfangreichen Stärkung der Pflege in Deutschland. Jahrelang wurde über den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff diskutiert. Jetzt kommt er. Damit erhalten erstmals demenziell erkrankte Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung. Damit wird die künftige Pflege sich stärker an der individuellen Bedürftigkeit, aber auch an den individuellen Möglichkeiten der Pflegebedürftigen oder des Pflegebedürftigen ausrichten. Individuellere Pflege ist unser Ziel. Bereits zum 1. Januar dieses Jahres haben wir mit umfassenden Leistungsverbesserungen nicht zuletzt die Situation von demenziell erkrankten Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen verbessert und dem Grundsatz ambulant vor stationär gestärkt, der dem Wunsch der allermeisten Menschen entspricht, möglichst lange auch pflegebedürftig zu Hause leben zu können. Wenn wir jetzt den Grundsatz Reha vor Pflege mit Leben füllen wollen, dann dient auch dies der Lebensqualität des Einzelnen, wenn wir Pflegebedürftigkeit verhindern, hinauszögern oder im Verlauf günstig beeinflussen. Aber es dient eben auch der Nachhaltigkeit unserer Struktur zur Absicherung im Fall von Pflegebedürftigkeit. Diese umfassende Leistungsverbesserung von ungefähr 20% wird durch eine Beitragserhöhung von 0,5% paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht. Dies ist unserer Überzeugung nach gut angelegtes Geld. Und wir wissen, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen in diesem Land diese Beitragserhöhung bejaht, weil gute Pflege ein Ausdruck der Menschlichkeit in unserer Gesellschaft sind.
Zugleich gibt es wohl kaum einen Bereich, wo Hilfe des Sozialstaats in dieser Weise Hilfe zur Selbsthilfe ist. Vergegenwärtigen wir uns, dass ganz viele pflegebedürftige ältere Menschen von selbst im hohen Alter befindlichen Pflegepersonen, Partnerinnen und Partnern gepflegt werden. Diese haben wahrlich unsere Unterstützung verdient. Mit dem Pflegevorsorgefonds sorgen wir zugleich dafür, dass dieser Leistungsausbau in generationengerechter Weise gestaltet wird. Dankbar bin ich für den großen Konsens, der in diesem Haus herrscht, im Hinblick auf die Verbesserung in der Palliativ- und Hospizversorgung. Was wir an guter medizinischer, pflegerischer und menschlicher Begleitung Schwerstkranker und Sterbender heute leisten können, muss auch überall in diesem Land angeboten werden. Ich danke in diesem Zusammenhang rund 100.000 Menschen, die ehrenamtlich in diesem Bereich der Hospizversorgung tätig sind. Meine Damen, meine Herren, die Frage einer guten medizinischen Versorgung ist zunächst eine lokale Frage, die Frage nach dem Angebot bei mir vor Ort. Und doch hat uns der Ebola-Ausbruch im vergangenen Jahr erneut in eindringlicher Weise gezeigt, dass eine gute Gesundheitsversorgung auch eine internationale Dimension hat. Deshalb stand in diesem Jahr die globale Gesundheitspolitik in besonderer Weise im Zentrum des Handelns der Bundesregierung. Ich nenne die deutsche Gastgeberrolle bei der internationalen Impfallianz im Januar dieses Jahres, eine gemeinsame Reise mit Bundesminister Gerhard Müller nach Afrika mit dem Ziel, Westafrika, den dortigen Aktiven in der Hilfe für die Länder Westafrikas Dank zu sagen, aber auch zu unterstreichen, dass wir die Lehren aus diesen Vorgängen ziehen wollen. Die Rede der Bundeskanzlerin vor der Jahreshauptversammlung der Weltgesundheitsorganisation, aber auch die herausragende Rolle, die Gesundheitsthemen beim G7-Gipfel im bayerischen Elmau gespielt haben. Erst in wenigen Wochen werde ich die Gesundheitsminister der G7-Staaten, aber auch die Generaldirektorin der WHO und weitere internationale Repräsentanten in Berlin begrüßen zu können, um diesen Prozess weiter voranzutreiben, Lehren aus der Ebola-Krise zu ziehen, die WHO zu stärken. Ich danke dem Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass wir im Zusammenwirken jetzt freiwillige Beiträge für die WHO von 6 Millionen € vorsehen, um damit die Stärkung und den Reformprozess in der WHO voranzubringen. Zu der gesundheitspolitischen Dimension internationaler Entwicklung gehört auch eine gute und angemessene Versorgung der Flüchtlinge in unserem Land. Ich habe vor wenigen Tagen entsprechende Einrichtungen im Saarland, in Lebach und St. Wendel besucht und kann nur sagen, was dort von Haupt- und Ehrenamtlichen für eine gute Versorgung der ankommenden Flüchtlinge geleistet wird, verdient höchste Anerkennung und alle Unterstützung. Die Verabredung der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin mit der Bundeskanzlerin und den Ressorts der Bundesregierung und die Beschlüsse der Koalition vom Sonntag sind eine gute Grundlage, auch diese große Herausforderung, zum Beispiel bei den Erstuntersuchungen, gemeinsam zu meistern. Dazu sind wir in intensiven Gesprächen mit den Ländern. Ich nenne nur das Stichwort der Nutzung beispielsweise medizinischen Sachverstands bei den Flüchtlingen selbst und der Frage, wie wir die Erstuntersuchung schnell und zeitnah umsetzen können. Dies alles ist nur leistbar, weil viele Menschen das ihnen Mögliche für eine bestmögliche Versorgung tun. Dafür bin ich dankbar. Ich freue mich auf die vor uns liegenden Haushaltsberatungen. Herzlichen Dank. Der Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, genau, und das war der Auftakt zur Lesung seines Einzelplans, zum Entwurf dieses Einzelplans. Und über die Zahlen, da werden wir noch eine ganze Menge hören, unter anderem jetzt von der nächsten Rednerin, Gesine Lötsch. Sie ist die Vorsitzende des Haushaltsausschusses und spricht für die Linke. Ich habe mich in der vergangenen Woche mit Geschäftsführern mehrerer Krankenhäuser unterhalten. Alle berichteten gleichermaßen von großen finanziellen Problemen bei der Reparatur und Instandhaltung ihrer Häuser. Es fehlt seit Jahren an Investitionsmitteln, und das darf so nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Und was machen die Krankenhäuser in ihrer Not?
Sie reduzieren Personalmittel, um die notwendigsten Reparaturen bezahlen zu können. Und das, meine Damen und Herren, ist natürlich fatal, bei bis zu 214.000 fehlenden Pflegekräften in den nächsten 10 Jahren, wie das DIW berechnet hat. Meine Damen und Herren, diese Gespräche haben für mich noch einmal eindrucksvoll belegt, was wir aus den Statistiken schon lange wissen. Im Vergleich zum Jahr 1991 sanken die Fördermittel für die Krankenhäuser bis 2012 um mehr als 28%, und die Kosten der Krankenhäuser haben sich mehr als verdoppelt. Das ist eine Politik gegen die Patienten, und die muss endlich beendet werden. Gestern fand, das mal zum Zwischenruf Länder, hier im Bundestag eine außergewöhnlich gut besuchte Anhörung zum Krankenhausstrukturgesetz statt. Aus vielen Stellungnahmen der Anzuhörenden lässt sich der Schluss ziehen, dass die Bundesregierung mit diesem Gesetz nicht eine bessere gesundheitliche Versorgung erreichen möchte, sondern augenscheinlich öffentliche Krankenhäuser schließen will. Und das ist mit uns nicht zu machen, meine Damen und Herren. Das Jahr 2017 sieht die Bundesregierung für alle Krankenhäuser eine Kürzung von 1 Milliarde Euro vor, und der Versorgungszuschlag, der 500 Millionen ausmacht, soll vollständig wegfallen. Und wenn ich das allein mal auf mein Land, auf Berlin umrechne, wären dadurch 500 Pflegestellen gefährdet. Absurder geht es nicht. Wie, meine Damen und Herren, passen diese Kürzungen mit der Forderung nach mehr Qualität zusammen? Ich sage, überhaupt nicht. Wenn es nach der Bundesregierung geht, soll die Qualität der Krankenhäuser über ihre Existenz entscheiden. Das klingt vernünftig, ist es aber nicht. Wir als Linke möchten die beste Versorgung aller Patienten sichern und Patientinnen, unabhängig davon, ob sie gesetzlich oder privat versichert sind. Doch mehr Qualität, meine Damen und Herren, gibt es nicht, wenn man den Geldhahn immer wieder zudreht. Darum fordern wir für den Haushalt 2016 wie auch in den vergangenen Jahren Investitionen in die Krankenhäuser. In den vergangenen Jahren haben Sie von der Koalition diese Forderung leider immer wieder abgelehnt. Das war eine falsche Entscheidung. Ich hoffe, dass Sie diese Entscheidung in diesem Jahr korrigieren. Immer wieder wird davon gesprochen, dass die Bundesregierung der nächsten Generation keine neuen Schulden aufbürden möchte. Das klingt gut, doch Sie müssen der nächsten Generation auch sagen, dass sie dafür eine verschlissene Infrastruktur aufgebürdet bekommt. Jeden Euro, den wir heute nicht in kaputte Schulen, Brücken und Krankenhäuser investieren, muss die nachfolgende Generation aufbringen. Und das wird nicht reichen, denn sie muss ein Vielfaches aufbringen, um den heutigen Standard wiederherzustellen. Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass es noch einen weiteren Grund für Ihren Investitionsstreik gibt. Mit Ihrer dauerhaften Verweigerungshaltung wollen Sie den Weg für kommerzielle Kliniken freimachen. Während die Anzahl der Krankenhäuser insgesamt abnimmt, 2011 Krankenhäuser gab es, in 2011 gab es 152 Krankenhäuser weniger als im Jahr 2003, steigt die Anzahl der kommerziellen Kliniken, die wesentlich in der Hand von 4 Konzernen liegen. Die Bundesregierung hilft also bei der Marktbereinigung im Gesundheitswesen, und das darf wirklich nicht wahr sein, meine Damen und Herren. Keiner sollte glauben, dass durch die kommerziellen Kliniken die Qualität und Effizienz gesteigert wird. Im Gegenteil, für die Patienten wird es auf alle Fälle teurer. Und der Trend ist schon jetzt deutlich zu erkennen. Auch die öffentlichen, die kommunalen Krankenhäuser werden mit Fallpauschalen auf Profit getrimmt. Und ich denke nicht, dass wir eine Entwicklung haben, die es in anderen Ländern haben wollen, die es in anderen Ländern schon gibt. Ich mache das mal an einem Beispiel. Die Anzahl der Kaiserschnitte ist in Deutschland auch seit 2005 um 27% gestiegen. Je 1000 Geburten wurden 314 Kaiserschnitte durchgeführt. Und es ist doch nur eine Frage der Zeit, dass Kliniken nur Geburten per Kaiserschnitt anbieten werden, weil es ihnen einfach mehr Geld einbringt, liebe Kollegen. So ist nämlich die Wahrheit, und diesen Weg wollen wir doch nicht bestreiten. Wir, meine Damen und Herren von der Linken, wollen eine solidarische Krankenversorgung, die aus Ärzten keine gewinnmaximierenden Geschäftsleute und aus Krankenschwestern keine Fließbandarbeiterin macht. Investitionen ins Gesundheitswesen ist gut angelegtes Geld,
Alles andere in der Zukunft wird teurer. Vielen Dank. Das sagt Gesine Lütsch für die Linksfraktion. Sie ist ja auch die Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Ein Hinweis, Sie sehen bei uns im Vorschaufenster, wir warten in Kürze eine Pressekonferenz der Bundeskanzlerin. Die hat nämlich den schwedischen Ministerpräsidenten zu Gast hier in Berlin. Es geht natürlich auch bei diesem Gespräch um die Flüchtlingskrise. Und das wollen wir Ihnen in Kürze live zeigen. Währenddessen bleiben wir aber noch, bis es losgeht. Es geht hier in den Haushaltsberatungen zum Einzelplan Gesundheit, jetzt mit Karl Lauterbach, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion. Komplikationen von bestehenden Krankheiten, also ihre Gesundheit erneut aufs Spiel setzen und vielleicht sogar versterben. Daher werden wir im Gesundheitssystem dafür sorgen, dass der schnelle Zugang zu den Leistungen, die benötigt werden, also gegeben ist. Wir setzen uns dafür ein, also dass auch die Gesundheitskarte für Flüchtlinge zur Verfügung steht, und zwar in einer Art und Weise, dass der Zugang zum System beschleunigt wird, ohne dass den Krankenkassen, sodass dieser Vorschlag nicht missverstanden wird und verhetzt wird, ohne dass den Krankenkassen dabei Kosten entstehen, sondern diese Kosten sind selbstverständlich vom Steuerzahler zu bezahlen. Auch die oft vorgetragenen und befürchteten Effekte, das zieht Menschen an, erst nach Deutschland zu kommen, halte ich für abwegig. Es ist nicht so, dass ein Mensch nach Deutschland flieht oder nach Europa flieht, weil er glaubt, für ein paar Monate in den Genuss einer Krankenversicherung zu kommen, die er sowieso wieder verlöre, wenn er nicht hier bleiben kann, und die er sowieso bekäme, wenn er bleiben könnte. Von daher ist das also sozusagen ein Übergang für wenige Monate. Das ist aber ein Übergang, der gerade für Kinder, für traumatisierte Menschen lebenswichtig sein kann. Da können wir uns nicht aus ideologischen Gründen einer unbürokratischen Lösung versperren. Daran werden wir gemeinsam arbeiten. Wir machen in dieser Legislaturperiode 4 wichtige Gesetze. Wir machen noch ein paar kleine Gesetze, aber ich gehe auf 4 Gesetze ganz kurz ein in der gebotenen Kürze. Wenn wir das versuchen zu strukturieren, in einem Gesetz steht sehr stark im Vordergrund die Modernisierung unseres Gesundheitssystems. Im zweiten Gesetz steht sehr stark im Vordergrund die Verbesserung der Qualität. Im dritten Gesetz steht die Humanisierung im Vordergrund und also im vierten Gesetz der Ausbau des Systems. Das ist ungefähr die Zusammenfassung. Bei der Modernisierung ist es im Wesentlichen also das Gesetz, was wir als E-Health-Gesetz bezeichnen, was also diesen Namen durchaus verdient. Wir haben in Deutschland bisher keine gute Infrastruktur im Gesundheitssystem, was die Vernetzung angeht. Und die elektronische Vernetzung unseres Gesundheitssystems ist kein unwichtiger Bereich, das ist nichts Technokratisches. Wir haben langfristig die dringende Notwendigkeit in den Bereichen, wo wir keine flächendeckende Versorgung mehr gut darstellen können, zur interdisziplinären Zusammenarbeit zu kommen von Ärzten und auch telemedizinische Leistungen stärker nutzen zu können. Das werden wir ohne die Schaffung dieser Infrastruktur niemals schaffen. Wir brauchen das E-Health-Gesetz, um bei der Zusammenarbeit von Ärzten und bei der flächendeckenden Versorgung auch mit Telemedizin überhaupt voranzukommen. Und hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Hier geht es nicht um Kleinigkeiten. Zum Beispiel ist es auch heute so, dass oft Ärzte nicht wissen, welche Medikamente Menschen nehmen. Wenn jemand zum Beispiel eine geistige Einschränkung hat oder ein behinderter Mensch beispielsweise, der kann nicht einfach aufzählen, welches Medikament er in welcher Dosierung gerade einnimmt. Von daher kommt es nicht nur zu vermeidbaren Nebenwirkungen, sondern oft wird auch etwas eingesetzt, was gar keinen Sinn macht, weil der Patient es schon entweder bekommt in einer anderen Form oder bekommen hat, es hat nie gewirkt. Und daher brauchen wir die elektronisch verfügbaren Medikationspläne als ersten Schritt in eine komplette elektronische Patientenakte. Die muss natürlich den modernsten, doppelt verschlüsselten Sicherheitsstandards entsprechen. Aber diese Aufgabe ist lösbar, ist keine Kleinigkeit. Hier geht es um die Vernetzung von 200.000 Ärzten, 2.000 Krankenhäusern, 20.000 Apotheken. Also eine riesige Aufgabe. Aber wenn wir dies schaffen, dann haben wir einen wesentlichen, notwendigen Schritt zur Modernisierung unseres Gesundheitssystems geleistet.
in der Humanisierung, ich bin sehr zuversichtlich, hier wird gelacht, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Ich kann jetzt das konkrete Gesetz nicht vortragen, aber das konkrete Gesetz enthält aus meiner Sicht die wichtigen Schritte, setzt Fristen, gibt auch entsprechenden Druck auf die Selbstverwaltung. Also hier kommt es aus meiner Sicht zu einer technisch gut vorbereiteten Lösung, die auch den notwendigen Anreiz in der Selbstverwaltung bietet, der in der Vergangenheit oft gefehlt hat, damit wir hier vorankommen. Bei der Humanisierung denke ich im Wesentlichen natürlich an unsere Gesetze zur Hospiz- und Palliativversorgung. Es ist ganz klar, wie das Lebensende von einem Menschen erlebt wird. Und zwar in der Beziehung, wie er sich auf das Lebensende, was er vor sich hat, vorbereitet, was er erwarten kann, wie er es selbst erlebt und auch wie die Angehörigen erleben, wie ein Mensch stirbt, aus dem Leben scheidet. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wie menschlich ein Gesundheitssystem ist. Und da haben wir in der Vergangenheit nicht genug gemacht, das muss man klar sagen. Aber wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. Wir haben unser System der Palliativversorgung, der Hospizversorgung ausgebaut. Da gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Da geht es im Wesentlichen darum, dass wir die ärztlichen und die pflegerischen Leistungen in der Hospizversorgung besser vergüten und auch in der Palliativversorgung besser vergüten, dass wir dort Rechtsansprüche schaffen, dass wir in den Bereichen, wo es schon lange Verhandlungen gibt, aber noch keine Verträge, dass wir dort durch ein Schiedsverfahren zu den Verträgen kommen, sodass es dort eine flächendeckende Versorgung endlich gibt. Und wir wollen insbesondere auch in den Bereichen, wo die Hospizversorgung unbedingt benötigt wird, nämlich in den Krankenhäusern, also ambulante Hospizversorgung in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, in den Pflegediensten. Dort wollen wir die Hospizversorgung deutlich verbessern. Somit flexibilisieren wir die Hospizversorgung. Wir stärken insbesondere die ambulante Hospizversorgung. Dazu gibt es höhere Sachkostenbeiträge, aber auch eine höhere Abdeckung der geleisteten Zuschüsse. Die Einzelheiten werden wir hier noch breit diskutieren, aber es sind aus meiner Sicht sehr wichtige Schritte. Das Ziel muss es sein, dass wir im Bereich der Palliativmedizin und in der Hospizversorgung vorbildlich sind. Wir haben hier schnell Fuß gefasst, aber wir müssen hier weltweit europäisches oder auch weltweit Vorbild sein. An diesem Maßstab wollen wir uns messen lassen. Das Gesetz der Qualität, das ist das Krankenhausgesetz. Hier haben Sie ja, Frau Lötzsch, vorgetragen, es gäbe keine Anreize für die Qualität. Sie befürchten, dass die Qualität sich verschlechtert. Das ist nicht die Anhörung, ist also eine Anhörung, die sehr kompliziert gewesen ist, sehr differenziert. Sie haben es hier reduziert auf 2, 3 kritische Punkte. Das ist nicht angemessen. Ich bringe nur ein paar Beispiele, wo Sie es selbst in der Hand haben, in den Ländern, wo Sie mitregieren. Wir erlauben es zum Beispiel den Ländern, bei der Krankenhausplanung die Qualität mit zu berücksichtigen. Das war bisher nicht erlaubt. Qualitätsaspekte konnten in der Krankenhausplanung, ich sage einmal absurderweise, nicht berücksichtigt werden. Ich hoffe, dass Sie es auch den Ländern, wo Sie mitregieren, zutrauen, diese qualitätssteigernde Möglichkeit zu nutzen, um Ihnen ein einziges Beispiel zu nennen, wie wir durch dieses Gesetz Qualität schaffen. Ich bringe ein weiteres Beispiel. Wenn gute Qualität geleistet wird, gibt es demnächst Zuschläge. Wenn es stimmt, was Sie vortragen, dass die nicht kommerziellen Anbieter in der Qualität besser sind, dann gehen diese Zuschläge fast ausschließlich an die kommunalen Häuser. Auch dort hätten Sie dann die Entwicklung, die Sie wünschen. Zu sagen, dass wir keine entsprechenden Anreize setzen, würde bedeuten, dass wir das System verknappen. Aber da hören Sie doch nur auf die Krankenkassen, in denen Sie ja auch entsprechend, genau wie wir, in vielen Bereichen nahestehen. Es ist ganz klar, die Krankenkassen beklagen in diesem Bereich Mehrausgaben von mehreren Milliarden Euro. Wenn man ihnen zugehört hat, dann hätte man den Eindruck gewinnen können, als wenn wir die Mittel verkürzen oder verknappen. Wir haben doch hier Mehrausgaben, die bereits so hoch sind, dass wir von einer Beitragssatzerhöhung ausgehen müssen. Sie haben doch selbst die zu erwartenden Zusatzbeiträge bereits beklagt. Wo geht denn das Geld hin? Also entweder ist es richtig, dass wir mehr Geld ausgeben und dass wir mehr Finanzierung im paritätischen Sinne benötigen. Das ist auch, was ich glaube, dass wir langfristig das Gesundheitssystem wieder paritätisch finanzieren müssen.
oder wir verknappen die Mittel, aber es kann nicht beides stimmen. Ich komme zum Schluss, ganz zum Abschluss. Das Gesetz, wo es darum geht, etwas auszubauen, hat Gesundheitsminister Gröhe breit dargestellt. Der Ausbau der Pflegeversicherung ist großartig. Das ist etwas, was in der jetzigen Zeit also unbedingt gemacht werden muss. Wir können uns dies leisten. Die gute wirtschaftliche Lage hat das möglich gemacht. Das ist paritätisch finanziert. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Umstellung des Systems auf Pflege gerade einer individualisierten, am Menschen ausgerichteten, besseren Pflege den Weg ebnen wird. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch hier einiges erreichen werden. Wir haben sehr viel vor in dieser Legislaturperiode. Ich darf mich ganz herzlich für die vorzügliche Zusammenarbeit in der letzten Runde bedanken und freue mich auf die Arbeit. Früher konnte man ja meinen, dass die FDP der Motor für diese Art von Neoliberalisierung gewesen ist. Nun ist die FDP aber weg und die Grundrichtung hat sich nicht geändert, auch nicht durch den Eintritt der SPD in die Große Koalition. Im letzten Jahr gab es zum Beispiel das Versorgungsstärkungsgesetz. Damit wollten Sie die Ärztinnen und Ärzte zwingen, ihre Praxen dort zu eröffnen, wo sie gebraucht werden und nicht dort, wo sie am meisten Privatpatienten vorfinden. Sie hatten da ursprünglich eine Regelung vorgesehen, die schon recht harmlos war. Denn nur in Gebieten, die schon zu 110% versorgt sind, sollte, so Ihr Gesetzesentwurf, der zuständige Ausschuss aus Ärzteschaft und Krankenkassen gemeinsam entscheiden, dass eine Praxis, deren Inhaber aus Altersgründen ausscheidet, nicht nachbesetzt wird. Das sind schon drei Bedingungen drin. Erstens ist die Region überversorgt. Zweitens müssen die Ärzte zustimmen, dass diese Praxis tatsächlich nicht gebraucht wird. Und das Ganze trifft drittens keinen einzigen aktiven Arzt, weil es nur im Falle des Eintritts in den Ruhestand zur Geltung kommt. Die Ärzteschaft hat dann ihre ganze Lobbykampfkraft mobilisiert und sie haben tatsächlich nachgegeben. Nun hat die Regelung gar keine Zähne mehr, weil sie nur noch gilt, wo ein Versorgungsgrad von 150% und mehr haben, als nur noch von 150% gilt. Also nur noch in ganz wenigen Regionen. So werden wir nie eine gute Versorgung auf dem Land oder in vernachlässigten innerstädtischen Gebieten finden. Und noch ein Beispiel. Mit der jetzt gerade laufenden Gesetzgebung zur Krankenhausreform werden nicht die drängenden Probleme gelöst. Es werden keine Anreize gesetzt, damit die Länder ihren Investitionsverpflichtungen gegenüber den Krankenhäusern nachkommen. Als Versicherter muss man weiterhin befürchten, zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Krankenhauses operiert zu werden und nicht aus medizinischen Gründen. Und das, was Sie in Sachen Pflegenotstand machen, ist nicht mal Homöopathie. Und der Kern des Gesetzes, die qualitätsorientierte Vergütung, wird vermutlich nie funktionieren, wie Ihnen gestern sogar die Institution ins Stammbuch geschrieben hat bei der Anhörung, die damit beauftragt werden soll, der gemeinsame Bundesausschuss. Der Weg in den simulierten Wettbewerb wird fortgesetzt und dabei wird manches Krankenhaus, das eigentlich für die Versorgung notwendig wäre, geschlossen oder der Privatisierung anheimgestellt. Wir meinen, das darf nicht sein. Wir brauchen auch hier eine Neuausrichtung, weg vom Fetisch des Wettbewerbs hin zu einer gemeinwohlorientierten und sektorübergreifenden Gesundheitsversorgung. Das wird aber mit dieser Koalition nicht zu machen sein. Dafür braucht es größere Veränderungen in diesem Lande, vor allen Dingen eine stärkere Linke. Vielen Dank. Vielen Dank. Harald Weinberg war das, der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion. Und hier jetzt erwarten wir für die Sozialdemokraten Petra Hinz. Sie ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Besuchertribünen, bevor ich zu meiner eigentlichen Rede komme, Herr Dr. Nüßlein, muss ich doch noch mal sagen, die Frage Parität nach dem Motto, ja, Sie waren ja auch mal irgendwann dabei und wir mal nicht. Nee, das stimmt ja nicht ganz. Wer immer dabei war, waren immer Sie, die CDU-CSU. Die waren nämlich grundsätzlich immer dabei, weil Sie, als wir in der Verantwortung mit Rot-Grün waren, war die Frage, wie kriegen wir den Bundesrat? Und dann waren Sie entsprechend mitbeteiligt. Also Sie waren eigentlich immer im Boot, wenn es da um die Frage der Parität ging. So, wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, reden heute hier über den dritten Haushalt der Großen Koalition.
Und ich muss sagen, ich fand schon sehr interessant, wenn ich den Fachkolleginnen und Fachkollegen zugehört habe, das, was Sie in dem zurückliegenden Jahr, und ich rede nicht von den zurückliegenden 2 Jahren, sondern in der Tat von dem zurückliegenden Jahr, geleistet haben an Gesetzen, die Sie hier verabschiedet haben. Das heißt, hier verabschiedet haben, vorher Anhörung, vorher im Ausschuss beraten haben, das umgesetzt, muss ich sagen, eine großartige Leistung, die Sie hier gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Und egal, wie Sie abgestimmt haben, aber unterm Strich haben Sie sich ja insgesamt mit der gesamten Thematik des Gesundheitsbereiches beschäftigt. Und das muss man als Haushälter mal einfach so sagen, ist eine großartige Leistung. In den zurückliegenden Haushalten haben wir zum Beispiel im Haushalt 2014, als der Haushalt eingebracht worden ist, war da die große Frage, wie gehen wir mit der HIV-AIDS-Stiftung um? Herausforderung haben wir in dem Bereich im Haushalt auch verabschiedet, aber nichtsdestotrotz ist das Thema ja nicht von der Tagesordnung, sondern wie wird es auf Perspektive langfristig weitergehen? Also da ist die Frage in den Haushaltsberatungen, welche Gespräche haben Sie in dem Bereich fortgesetzt? Erinnern wir uns, und auch das hat gerade der Gesundheitsminister Herr Gröhe noch einmal angesprochen im Bereich der Arbeit Ebola im Haushalt 2015. Wenn wir uns da zurückerinnern, Haushalt war gerade eingebracht und wir haben wirklich in jeder Sitzung, im Haushaltsausschuss, aber auch besonders Sie in den Fachausschüssen, haben sich mit dem Thema Ebola beschäftigt. Jetzt hört man nichts mehr oder nur sehr wenig oder ganz, ganz punktuell, wenn man mal genauer hinhört und noch mal nachfragt. Was ist eigentlich daraus geworden? Ist das Thema, weil jetzt die Flüchtlingshilfe im Vordergrund steht, gibt es das Thema Ebola jetzt nicht mehr? Was ist in den Krisenregionen? Was ist mit dem, was wir angeschoben haben? Das sind Fragen, die wir im Rahmen der Haushaltsberatung auch auf jeden Fall stellen werden. Und da müssen wir auch noch mal sehen, ob das, was wir in der Krisensituation geleistet haben, denn tatsächlich auch Bestand hat für andere Zeiten über den Haushalt hinaus. Haushalt 2016. Heute erster Tag der Einbringung des Haushaltes. Ich glaube, jedem Rednerin und jedem Redner ist es wirklich ein Herzensanliegen, noch einmal auf die Flüchtlingssituation der Menschen, die aus der Krise herauskommen, noch einmal deutlich zu machen und wie stark uns das bewegt. Jeder mit ganz unterschiedlichen sicherlich Schwerpunkten, mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen, aber unterm Strich beschäftigt es uns sehr und es liegt uns allen insgesamt am Herzen, vor allem wenn man die Kinder sieht, die ohne Familie, ohne Eltern, ohne Erwachsenen flüchten, hier dann stranden und tatsächlich mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten fertig werden, bis hin, dass sie Traumata haben und wir müssen damit umgehen. Und dieses Umgehen heißt auch für uns im Haushalt, im Einzelplan 15, im Gesundheitsbereich, wie gehen wir mit den Menschen um, die hier aus Flucht und Vertreibung, aus Krisenregionen hierher kommen und nicht, weil sie alle nur Wirtschaftsflüchtlinge sind, sondern weil die Menschen in der Tat, und das muss man sich einfach noch mal bewusst machen, setzen sich in ein Gummiboot, um dann über Stunden oder Tage hinweg offenem Meer irgendwo in Frieden, in Sicherheit zu landen. Und da ist die Frage, wie nehmen wir die Menschen auf. Also für mich stellt sich schon die Frage in unserem Gesundheitsetat, wie viel von den 6 Milliarden Euro bleiben denn tatsächlich bei uns im Gesundheitsetat hängen, übrig? Wie werden wir das wiederfinden in unserem Etat? Das heißt schon, dass schon deutlich gesagt werden muss, nicht nur die Frage von Durchimpfen, nicht nur die Frage, dass wir natürlich ihnen Schutz bieten, dass wir im Notfall eine Versorgung haben. Aber für mich stellt sich schon die Frage, so wie es mein Kollege auch gerade deutlich gemacht hat, was ist mit der Gesundheitskarte? Wir müssen doch eine Antwort auf diese Frage finden. Und insofern hoffe ich auch, dass im Rahmen der Bund-Länder-Diskussion, im Rahmen des Gipfels, dass da ein entscheidender Durchbruch kommt. Wir fordern eindeutig, dass hier eine klare Positionierung zur Gesundheitskarte auch kommt. Also das waren die Themen und das sind die Themen allgemein, erstmal grob. Aber der Haushalt beschäftigt sich auch noch mit vielen, vielen anderen Dingen. Das haben Sie, liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen, in dem zurückliegenden Jahr nun halt auch sehr deutlich gemacht. Über die Größe des Haushaltes, wir reden in der Tat nicht über den größten Haushalt, aber wir reden über einen Haushalt, der die Menschen insgesamt betrifft. Gesundheit, Krankheit, Pflege geht uns alle an. Vorsorge, Prävention, das sind Themen, die uns insgesamt beschäftigen. Und insofern ist nicht die Frage Größe des Haushaltes, sondern was machen wir mit dem, was uns zur Verfügung steht und setzen wir in der Tat da die richtigen Prioritäten. Wir haben im Haushalt 86,4 Millionen Euro
für die Frage von Schwerpunkten im Haushalt im Bereich der Prävention und Aufklärung, im Bereich der Organspendekampagne. Und auch da wird noch mal kritisch nachgefragt werden. Wir haben im Jahr 2014, als es denn da den ein oder anderen Missstand an den Krankenhäusern gab im Rahmen der Organvergabe, haben wir dieses Geld noch einmal aufgestockt. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Die Frage AIDS-Aufklärung, die Frage Drogenaufklärung, die Frage Bekämpfung von Diabetes. Und da rede ich nicht nur über Diabetes Typ 2, also alten Diabetes, sondern ich rede, was ja viel schlimmer ist, bei jungen Menschen, bei Kindern, die aufgrund falscher Ernährung, aufgrund von nicht vorhandenen Aktivitäten im Sportbereich, von nicht vorhandener Aktivität überhaupt, dass die Kinder und jungen Menschen krank werden. Bekämpfung der Diabetes, und dieses Mal ist es auch im Haushalt nachzulesen, der Aspekt von Migration und Integration. Fünftens, die Förderung von Maßnahmen im Bereich der Kindergesundheit. Sechstens, im Bereich der Pflege, Pflegeberufe. Und da, denke ich, haben wir eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Sie haben insgesamt eine Menge auf den Weg gebracht. Wenn ich denn da die Frage sehe, wie jetzt auch die Frage von Pflege, von Demenz angegangen wird, eine längst überfällige und dann, denke ich, jetzt auch zu Recht auf den Weg gebracht. Nichtsdestotrotz werden wir auch da nachfragen. Ist das, was auf den Weg gebracht worden ist, im Gesetz das eine? Und was ist darüber im Haushalt noch darüber hinaus zu finden? Gibt es da Überschneidungen? Gibt es da möglicherweise Dinge, die verändert werden müssen? Siebtens, die Frage der internationalen Zusammenarbeit. Auch die haben wir immer wieder sehr deutlich und sehr intensiv diskutiert. Wenn es darüber hinaus in der Frage geht, Ekin, leisten wir genug, wenn wir einen Pflichtbeitrag leisten oder darüber hinaus auch freiwillige Maßnahmen? Das wird das Thema sein, auch sicherlich noch mal diese Hausberatung. Ich möchte in dieser Frage gerne im Haushalt zwei, drei Punkte aufgreifen. Einmal bei der Frage Prävention und Kindergesundheit. Das liegt gerade, denke ich, auch allen Gesundheitspolitikern gerade in dieser Legislatur sehr am Herzen. Wir haben da in dem Bereich den Titel, der eigentlich ausgelaufen wäre, Kinderprävention, unter der letzten Koalition neu wieder reaktiviert, neu auch wieder mit Geld versehen. Und dieser soll sich auch in dieser Form verstetigen. Ich möchte zwei Punkte herausheben bei der Frage Prävention von Kindergesundheit, nämlich die Frage, dass die Drogenbeauftragte Frau Mortler in der Sommerpause die Klassen 2000 bereist hat. Unter anderem war sie auch in meinem Wahlkreis. Wir haben uns vor Ort angesehen, was mit der Frage Klassen 2000 denn tatsächlich umgesetzt wird. Ich muss sagen, Großartiges, Großartiges. Und die Grundschule in meinem Wahlkreis hat uns in ganz großartiger Weise gezeigt, wie wichtig es ist für die Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse. Ich weiß, es gibt Projekte, auch in der Kita, aber was ist mit den jungen Erwachsenen danach, wenn sie zur weiterführenden Schule gehen? Gerade dann, wenn die Fragen kommen, wie Pubertät und so weiter. Also da ist noch eine ganze Menge, was wir im Rahmen der Haushaltsberatung, genau hinsehen. Den Punkt Suchthilfe, Methadon, sonstige Programme will ich mir aus Zeitgründen jetzt einfach mal nicht ansprechen. Ein weiterer Schwerpunkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist die Frage Menschen mit Behinderung. Gesundheit, wenn man krank ist, wenn man als gesunder Mensch krank wird, ist schon schlimm. Aber wenn man behindert ist, ist es dieses Mal noch eine viel größere Herausforderung, vor der wir uns stellen. Wir haben in unserem Haushalt, im letzten Haushalt für das Jahr 2015, also in dem aktuellen, Gelder bereitgestellt für den Bereich Special Olympics. Und ich habe mir genauer mal angesehen, auch mit den Ärzten gesprochen. Und ich habe dort gelernt, dass intellektuell behinderte Menschen bzw. Menschen mit Down-Syndrom fast gar nicht an den Augen untersucht werden. Das heißt, 80% der Kinder, der jungen Erwachsenen, der Menschen mit Behinderung, intellektueller Behinderung, werden gar nicht untersucht. Und das heißt, sie können teilweise nicht arbeiten, nicht weil sie nicht arbeiten könnten, sondern weil sie es gar nicht sehen. Dort im Rahmen der Special Olympics sind an jedem Tag 250 Athletinnen und Athleten untersucht worden. Rund 100 Brillen sind jeden Tag angefertigt worden. Das sollte uns auf jeden Fall interessieren und da sollten wir auch auf jeden Fall einmal genauer hinsehen. Ein weiterer Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, und zwar ist das die Frage Pflege im Umgang, wenn behinderte Menschen in ein Krankenhaus kommen. Ob jetzt Kinder oder ältere Menschen. Aber nehme ich mal ganz einfach Kinder, weil sie den besonderen Schutz von uns benötigen. Da fehlt im Moment noch eindeutig die Assistenz. Die jungen Familien können nicht jeden Tag von der Arbeit fernbleiben, um denn dann beim Kind zu sein. Die Eltern müssen sicher sein, dass sie in dem Bereich auf jeden Fall auch eine Assistenz haben, die dann, wenn sie denn da nicht da sein können, weil sie auch zur Arbeit gehen oder anderen Aktivitäten nachgehen müssen, dass ihr Kind, das
der ältere Mensch auf jeden Fall gut versorgt ist. All dieses sind Themen, die wir im Rahmen dieser Haushaltsberatungen sicherlich aufgreifen werden. Ganz zum Schluss möchte ich auch unserer Staatsministerin Aydan Özus ganz, ganz herzlich danken, die im Frühjahr diesen Jahres zur Charta der Vielfalt aufgerufen hat, die wir unterzeichnet haben. Dort im Rahmen dieser Veranstaltung sind sehr, sehr viele Maßnahmen besprochen worden, gerade im Bereich der Migration und Integration, die wir jetzt in diesem Haushalt suchen werden, nachsehen werden, ob denn tatsächlich auch in dieser Form umgesetzt wird. Ganz zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Präsidentin, mein Kollege Dirk Heidenblut und ich, wir haben in der zurückliegenden Woche das Thema Hospiz und Palliativ in unseren Wahlkreisen angesprochen. Eine Palliativmedizinerin hat uns ganz zum Schluss, es war eine großartige Veranstaltung, und aber ganz zum Schluss hat sie uns mit auf den Weg gegeben. Wir müssen hier vor Ort in Berlin im Rahmen unserer politischen Aufgabe und Verantwortung darüber diskutieren, was uns der Mensch insgesamt im Bereich der Gesundheit und der Pflege wert ist. Und nicht, was es uns kostet, sondern was es uns Gesundheit und Pflege wert. Und in diesem Zusammenhang und vor diesem Hintergrund werden wir insgesamt die Haushaltsberatungen durchführen, organisieren. Und ich möchte Sie, liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen, dazu aufrufen, uns als Haushälterinnen und Haushälter in dieser Frage zu unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Sagt Petra Hinz für die SPD-Fraktion. Sitzt sie im Haushaltsausschuss? Ja, was ist uns Gesundheit und Pflege wert, sagt sie. Aber sie kostet natürlich auch was, die Gesundheitspolitik zumindest, auch wenn dieser Etat, wie auch Petra Hinz sagte, nicht zu den größten gehört, nur in Anführungszeichen 14,5 Milliarden, das entspricht 4,7% des Gesamthaushaltes. Elisabeth Scharfenberg, die nächste Rednerin jetzt für die Bündnisgrünen. Stärkungsgesetze, das Krankenhausstrukturgesetz, das Hospiz- und Palliativgesetz und die Reform der Pflegeausbildung, die soll da ja auch noch kommen dieses Jahr. Und diese Regierung, die tut hier gerade so, als würde sie keine Kosten und Mühen scheuen. Viel Geld, ja, das wird ausgegeben, dass dieses Geld das Geld der Versicherten ist, das verschweigen Sie ganz geflissentlich. Also, viel hilft viel und das viele auch noch ganz, ganz schnell, aber Masse ist eben nicht automatisch Klasse. Da ist das Pflegestärkungsgesetz 2. Damit soll endlich der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt werden. Und mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, da machen Sie ja jetzt schon seit Wochen eine auf ganz, ganz dicke Hose. Und Sie können vor Kraft schon gar nicht mehr laufen. Und das, obwohl das Gesetz hier noch nicht mal eingebracht worden ist. Mit dem Gesetz, da soll mehr Geld in die Pflegeversicherung fließen. Und das ist auch lange überfällig. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, dadurch allein wird Pflege eben nicht besser. Dafür, dass Pflege besser wird, brauchen wir in jedem Fall mehr qualifiziertes Personal. Und dazu müssen sich dringend die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern. Und zum Teil sind diese Arbeitsbedingungen doch himmelschreiend. Wir alle wollen, dass die Pflegeberufe attraktiver werden und auch, dass Pflegekräfte mehr Anerkennung bekommen. Und Sie, lieber Herr Laumann, Sie sagen doch immer gerne, Geld pflegt nicht. Das stimmt, das ist ein schöner Satz und damit haben Sie auch vollkommen recht. Allerdings, Herr Laumann, kann ich Ihnen nicht mehr so wirklich richtig glauben. Seit Sie Patientenbeauftragter sind, da haben Sie die unabhängige Patientenberatung faktisch kaputt gemacht. Und auf Ihr Wort, Herr Laumann, da sollten sich die Pflegekräfte zukünftig lieber nicht verlassen. Sie haben zwar mit einem Gutachten belegt, wie unterschiedlich die Bezahlung von Pflegekräften quer hier durch die Republik ist. Gepoltert haben Sie auf jeder Veranstaltung, auf der ich Sie gesehen habe. Aber ändern tun Sie jetzt nichts. Was folgt, das sind reine Alibi-Aktionen. Da ist das Pflegestellenförderprogramm in Krankenhäusern. Das hat sich ja bei der gestrigen Anhörung zur Krankenhausreform zu Recht hat es vernichtende Kritiken erfahren. Personalbemessungsverfahren. Ja, wir lesen im zweiten Pflegestärkungsgesetz etwas von den Personalbemessungsverfahren. Das fordern wir Grüne seit Jahren. Aber das soll bis Mitte 2020 gerade einmal entwickelt und dann erprobt werden. Ja, entwickelt und dann erprobt werden, nicht etwa eingeführt. Und das dauert doch viel zu lange. Dann wollen Sie die drei Pflegeberufe zusammenführen. Sie sagen, das würde die Pflegeberufe aufwerten.
Ich muss ehrlich sagen, tut mir leid, das ist keine Aufwertung, das ist eher ein Wahnsinn. Und das genaue Gegenteil werden Sie am Ende des Tages damit erreichen. Schwarz-Rot redet auch viel von den Belastungen pflegender Angehöriger. Aber reden allein, das genügt eben nicht. Das hilft nicht einem einzigen pflegenden Angehörigen. Ihr Gesetz zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, also das neue Pflegezeitgesetz und das neue Familienzeitgesetz, das ist wirklich nicht der große Wurf. Und dieses Gesetz, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, das ist eher ein Rohrkrepierer. Und ich weiß, Herr Gröhe, das ist nicht Ihr Ressort. Es ist aber trotzdem Ihre Regierung, die das verabschiedet hat. Und offensichtlich haben Sie dieses unsinnige Gesetz ja auch einfach mit abgenickt und durchgewunken. Dieses Gesetz, das ist ein Witz. Es lädt alle Last auf den Angehörigen ab. Es hilft nur denjenigen, die es sich auch leisten können, ihre Auszeit selbst zu finanzieren. Und dieses Gesetz, das deckt nicht mal alle Betriebe ab. Und so gut wie kein Mensch nimmt dieses Angebot wahr. Und das sage nicht ich. Nein, das sind aktuelle Informationen Ihrer Regierung auf unsere kleine Anfrage diesbezüglich. Zum Schluss noch zur Finanzierung. Schließlich reden wir ja heute auch über gute Haushaltsführung. Sie verplanen hier Milliarden von versicherten Geldern. Und selbst haben Sie keine Idee für ein nachhaltiges Finanzierungskonzept. Und das ist mehr als unverantwortlich. Bis maximal 2022, da wird das Geld der Pflegeversicherung reichen. Und was dann? Der völlig unsinnige Pflegevorsorgefonds, den Sie uns aufgedrückt haben, der bringt jedenfalls überhaupt nichts. Und das, ehrlich gesagt, das wissen wir doch alle hier im Raum. Und langfristig, da führt kein Weg an der Bürgerversicherung vorbei. Und auch das wissen Sie genau. Alle Bürgerinnen und Bürger und alle Einkommensarten, die müssen in diese Versicherung einbezogen werden. Das ist gerecht und das ist solidarisch und das ist auch nachhaltig. Und das sieht die SPD im Übrigen genauso, oder, Herr Lauterbach? Ich denke, da sind wir uns einig. Darüber sprechen Sie aber nicht, sondern darüber schreiben Sie, nämlich in Ihrem Positionspapier zur Pflege der SPD. Da wird das Problem Personalbemessung angesprochen und da fordern Sie sogar die Bürgerversicherung. Und das in einer Zeit, wo Sie ein anderes Gesetz einbringen. Ehrlich, ich denke, damit zeigen Sie uns ganz deutlich eine Bankrotterklärung der SPD-Beteiligung an dieser Gesundheitspolitik und an dieser Pflegepolitik. Vielen Dank. Elisabeth Scharfenberg war das, die Sprecherin für Pflege- und Altenpolitik der Bündnisgrünen. Und jetzt als nächste Rednerin Maria Michalk für die CDU-CSU-Fraktion in neuer Funktion heute erstmals. Sie ist nämlich am Montag gewählt worden von ihrer Fraktion zur Sprecherin für Gesundheitspolitik als Nachfolgerin von Jens Spahn, der ja parlamentarischer Staatssekretär geworden ist. Ich möchte Frau Scharfenberg etwas sagen. Also als Sprecherin Ihrer Fraktion für die Pflege, liebe Frau Scharfenberg, sollten Sie zumindest einmal öffentlich anerkennen, was für Pakete wir in dieser Legislaturperiode für die Pflegebedürftigen und ihre pflegenden Angehörigen und die in den Heimen sich für die Pflege auf den Weg gebracht haben. Sie ignorieren einfach Tatsachen, die vorher niemand in dieser Kompaktheit geschaffen hat. Und deshalb gilt unserem Bundesminister und natürlich auch dem Beauftragten für die Pflege und Patientenbeauftragten unser großes Dankeschön. Das ist eine hervorragende Vorleistung gewesen, die wir hier im Parlament beraten haben und noch beraten werden im zweiten Gesetz. Dankeschön. Und eins geht gar nicht, dass Sie unseren Patientenbeauftragten dermaßen öffentlich diskreditieren mit Ihren Vorwürfen rund um die Vergabe zur UPD, das können wir so nicht stehen lassen. Denn in der Zwischenzeit müssten auch Sie über den Ausschuss, unseren Gesundheitsausschuss, die Drucksache erhalten haben mit der Stellungnahme der Vergabekammer nach dem Vergabeverfahren, so wie es jetzt gelaufen ist, wo alle Punkte dezidiert im Einzelnen entkräftet sind. Und deshalb bitte ich einfach, in der Realität anzukommen. Ich kann mich eigentlich nur der Kollegin Hinz anschließen, die einfach als Haushälterin noch einmal bekräftigt hat, dass ein riesengroßes Paket bisher in diesem Gesundheitsausschuss zugunsten der Versicherten in der Kooperation mit der Selbstverwaltung, mit den Leistungserbringern gemacht worden sind, um unser Gesundheitswesen insgesamt zu verbessern. Und diese Arbeitsintensität, die gibt es wohl kaum in einem anderen Ausschuss als im Haushaltsausschuss. Vielen Dank für Ihren Lob. Ich möchte
auch noch mal an der Stelle Herrn Weinberg sagen. Sie waren derjenige aus Ihrer Fraktion, der hier öffentlich noch mal erklärt hat, dass die Investitionskosten für die Krankenhäuser Länderzuständigkeit sind. Im Gegensatz zu Ihrer Kollegin Lötsch, die es andersrum bewertet hat. Aber die Frage ist doch, wenn wir als sehende Politiker den Investitionsbedarf in den Krankenhäusern jetzt insofern angehen, als dass wir Lösungen suchen, wo wir übrigens die Länder nicht außer Kraft oder aus der Verantwortung lassen, sondern in der Kombination Bundesgesetz mit gleichem Anteil über die Länder, dann ist das ein erster richtiger Schritt in die richtige Richtung, denn den drohenden und jetzt an vielen Häusern bestehenden Investitionsbedarf, den können wir nicht unbeantwortet lassen. Von daher ist, Frau Lötsch, Ihre Kritik absolut unberechtigt gewesen. Was aber, Herr Weinberg, überhaupt nicht stimmt, ist, dass in Zukunft die Versicherten für ein und dieselbe Leistung immer tiefer in die eigene Tasche greifen müssen. Sie wissen ganz genau, dass wir bei unserer Beschlussfassung zur Finanzierung des gesetzlichen Gesundheitswesens die Krankenkassen ermächtigt haben, Übersetzungsleistungen, besondere Leistungen für Ihre Versicherten anzubieten. Sie haben die Möglichkeit, dieses Leistungsspektrum durch zusätzliche Beiträge, durch Zusatzbeiträge zu finanzieren. Und es bleibt in der Zuständigkeit einer jeder Kasse, das so zu regeln, dass Sie für Ihre Versicherten das Optimum anbieten. Und die Versicherten haben die Wahlfreiheit. Und was bitte schön spricht dagegen? Das wird von vielen Versicherten auch genutzt, wie wir an den Zahlen der Wanderungsbewegung zwischen den Krankenkassen erleben können. Und wir finden auch, dass die gleiche Leistung nicht das gleiche kostet. Sie verkennen daran, dass wir im Grunde genommen permanent auch über die Forschung, auch über die hervorragenden medizinischen Erkenntnisse immer mehr Fertigkeiten der Leistungserbringer in die Lage versetzt wurden, operieren zu können nach Methoden, die vielleicht nicht so einen extremen Eingriff für den Patienten bedeuten, die unterm Strich auch in der Nachsorge günstiger sind. Sie müssen das schon mal ein bisschen im Komplex sehen. Und da wir das nicht als Politiker hier in unserem öffentlichen Haus selber entscheiden können, arbeiten wir ganz dezidiert zusammen mit der Selbstverwaltung. Dort sitzen die Fachexperten, dort werden die Richtlinien und Durchführungsbestimmungen gemacht. Und wenn uns etwas nicht klar ist, dann haben wir immer das Recht und das tun wir nachzufragen, und neuerdings gehen wir sogar dazu über, auch Fristen zu setzen. Also ich will damit sagen, da ist ein guter Weg eingegangen worden, und auf dem wollen wir weitergehen. Und ich möchte, Frau Schulz-Asche, die Sie kritisiert haben, dass wir kleinlich mit unserem Bundeshaushalt sind und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stiefmütterlich behandeln, einfach noch mal einen kleinen Punkt in Erinnerung rufen, dass wir zusätzlich 3 Stellen steuerfinanziert da jetzt im Haushalt haben. Also Sie können nicht so tun, als wenn die nicht reagieren. Das ist ein kleiner Punkt, aber ein wichtiger Punkt, ein Signal. Doch, ich komme gleich noch zu dem Präventionsgesetz, und deshalb will ich jetzt in der Summe dieser vielen Kritikpunkte, die ich jetzt noch mal versucht habe klarzustellen, sagen, das deutsche Gesundheitssystem genießt weltweit große Anerkennung, und wir haben noch nie so stabile Verhältnisse gehabt wie jetzt. Und das muss man auch mal anerkennen, denn in dieser Kombination von ambulanter und stationärer Versorgung mit Rehabilitation, Vorsorge, Prävention und dem medizinisch-technischen Fortschritt, immer besseren Erkenntnissen, den Austausch innerhalb Europas mit den Gesundheitssystemen und in der Welt, wie wir schon gehört haben, zeigt, dass wir da an der Spitze der Bewegung sind und viele, viele Länder dieser Welt uns um den Mut, um die Konsequenz und manchmal auch um die Gründlichkeit beneiden. Und deshalb gilt unserem Gesundheitsminister, der die Vorlagen macht, ein herzliches Dankeschön. Und ich will auch noch mal auf den Punkt eingehen, der hier eine Rolle gespielt hat mit Blick auf die Gesundheitskarte für Flüchtlinge. Also alle wissen hier in diesem Haus, dass wir ja im Grunde genommen die Regelung jetzt haben, dass die Länder auf freiwilliger Basis
Ihnen jedenfalls können Sie es tun, mit den Krankenkassen Vereinbarungen treffen können. Und dass das funktioniert, sehen wir an Hamburg und Bremen und jetzt Nordrhein-Westfalen. Dass es weitere Länder gibt, die dies gern tun wollen und wo die Kassen es nicht möchten oder sich jetzt zumindest noch verschließen, wie auch immer, gehört zum System. Das kann uns aber nicht den Vorwurf einbringen, dass wir die Menschenwürde nicht achten, wie das Herr Weinberg gemacht hat, sondern uns auch als Union. Liegt die gute medizinische Versorgung für alle Menschen, die vor allen Dingen aus den Kriegsgebieten zu uns kommen, am Herzen? Wir wollen da die medizinische Versorgung auch weiterhin im Grunde genommen auf der Basis, wie die Gesetze jetzt gelten. Wenn wir aber sehen, dass durch die Menge, durch die Fülle, durch den riesigen Arbeitsaufwand, der vor allen Dingen auf die Landkreise, auf die Gesundheitsämter jetzt vor Ort zukommt, da neue Probleme oder ungeklärte Fragen sind, dann ist doch das legitim, dass wir auch innerhalb der Koalition die Ausgestaltung noch mal ganz genau diskutieren. Und darum geht es bei dieser Frage innerhalb der Koalition. Naja, lassen Sie uns doch diskutieren. Wir müssen schon auch die Punkte auf den Tisch bringen, weil wir gerade bei dieser Frage nicht permanente Nachbesserungen haben können. Wir haben uns jetzt angeschaut, was in den Ländern funktioniert, was nicht. Und daraus werden wir unsere Konsequenzen ziehen. Aber ohne Diskussion wird das nicht gehen. In der Zwischenzeit werden die Flüchtlinge weiterhin versorgt. Deshalb gilt unser herzlicher Dank auch gerade den Mitarbeitern, den Ärzten, den Schwestern, den freiwilligen Helfern, die in den Gesundheitsämtern, in den Einrichtungen sich für eine gute medizinische Versorgung der Flüchtlinge einsetzen. Herzlichen Dank. Das Präventionsgesetz hat jetzt schon ist von mehreren angesprochen worden, aber ich möchte das unbedingt erwähnen, weil dieses Paket mit der Maßgabe, 7 € pro Versicherten jährlich einzusetzen und der Verpflichtung, 2 € dafür für Kindergesundheit und 2 € dafür für die betriebliche Gesundheitsversorgung einzusetzen, noch mal ein klarer Beschluss dieses Hauses ist, weil für uns klar ist, die Gesundheit unserer Kinder steht an vorderster Stelle. Sie sind unsere Zukunft. Und dass die betriebliche Gesundheitsversorgung vor allen Dingen auch in den mittelständischen Unternehmen einziehen muss, dafür haben wir jetzt die rechtlichen Möglichkeiten und die finanziellen Unterstützung gesetzt. Das ist wichtig. Und jetzt bitte ich uns nach dem Motto, Wiederholung ist die Mutter des Erfolgs, das immer wieder zu thematisieren. Denn das Gesetz ist das eine, die Umsetzung die andere. Und wir sind alle schlecht beraten, wenn wir meinen, das wird sich dann schon so einplätschern. Ich möchte zum Schluss meiner Rede, und das erlaube ich mir jetzt noch mal, auf Folgendes hinweisen. Genau vor 25 Jahren haben wir in dieser Bundesrepublik, damals noch durch die frei gewählte Volkskammer, Ende August, also jetzt genau 25 Jahre in dieser Zeit, entschieden, dass wir das staatlich orientierte Gesundheitssystem in das gegliederte Gesundheitssystem umwandeln. Wer weiß von Ihnen, dass wir am 31.08. das Krankenkassenvertragsgesetz beschlossen haben, alles in der Volkskammer beschlossen haben und am gleichen Tag, also eingebracht haben und am gleichen Tag mit 8 Änderungen ausdiskutiert in Schnelltempo im Ausschuss, am gleichen Tag verabschiedet haben und auch den Erbringern vor Ort, sprich den Ärzten, Apothekern, Tierärzten und allen Leistungserbringern aufgegeben haben, dann in dem anderen Gesetz, nämlich zum Gesetz zur Umstrukturierung des staatlichen ambulanten Gesundheitswesens, innerhalb von 4 Wochen ihre Angebote zu machen, damit sie die Räume, in denen sie bisher praktiziert haben, praktisch pachten oder kaufen können. Und die Entscheidung, das stand auch im Gesetz, muss innerhalb von 4 Wochen entschieden sein. Warum führe ich dieses Beispiel an? Es ist eine ungeheure Aufbauleistung erbracht worden, nicht nur in der Organisation personell, sondern auch finanziell, um jetzt ein gesamtstaatliches deutsches Gesundheitswesen nach 25 Jahren zu haben, mit Fristen, von denen ich mir manchmal wünsche, dass wir sie auch schaffen. Deshalb arbeiten wir auch mit Fristen. Und deshalb weiß ich, dass wir in den nächsten Vierteljahr ganz viele Sitzungen gemeinsam verbringen werden, wo weitere Gesetze beschlossen werden. Und ich hoffe, dass diese kurzen Fristen, die einfach notwendig sind, nicht auf Unmut stoßen. Ich freue mich auf die Beratungen. Vielen Dank.
Maria Michalk war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und der nächste Redner jetzt hier ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Für die SPD-Fraktion sitzt er dort, der Abgeordnete Burkhard Blinert. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Haushaltsreden. Die erste Lesung des Regierungsentwurfs zum Einzelplan 15, dem Gesundheitsetat, steht an. Und die Beiträge, auch der letzte Beitrag, zeigt noch mal deutlich eine Tendenz. Es geht, wie so oft bei der Beurteilung von Regierungsvorlagen, um die Einschätzung, ob das Glas nun halb leer oder halb voll ist. Ich bin der Meinung, dieser Etatentwurf ist eine sehr gute Beratungsgrundlage für die nächsten Wochen, und letztendlich wird ein schlüssiges Gesamtwerk auch zur Verabschiedung dann stehen. Schauen wir uns die einzelnen Positionen auch noch mal an. Das Finanzpolster ist gut, müssen wir im Auge behalten. Die Finanzreserven von Krankenkassen und Gesundheitsfonds betragen geschätzt zurzeit 24 Milliarden. Die Abschaffung der Kopfpauschale im Rahmen des FQWG und der gleichzeitigen einkommensabhängigen Zusatzbeiträge haben das System sozial gerechter und wettbewerbsfähiger gemacht, und das bei steigenden Leistungen im Gesundheitsbereich. Sie sollen nach dem Entwurf verstetigt und an wichtigen Stellen intensiviert werden. 14 Milliarden Euro werden nun seitens des Bundes für den Gesundheitsfonds eingestellt, so wie seit der Regierungsübernahme zugesagt. Insgesamt gibt es einen Ausgabenzuwachs im Einzelplan von 12% im Vergleich zum Vorjahr. Neben dem Gesundheitsfonds gibt es bei den disponiblen Positionen 7 Millionen Euro mehr als 2015. Die Koalition geht ihren Weg in der Gesundheitspolitik somit unbeirrt weiter. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben doch auch wirklich einiges in unserem Bereich vorzuweisen. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben das sehr ausgiebig auch schon deutlich gemacht, wie arbeitsintensiv der Gesundheitsausschuss getagt und gearbeitet hat. Zu Beginn des Jahres trat die erste Stufe der Pflegereform in Kraft, die wir im Koalitionsvertrag beschlossen haben. Bereits in wenigen Monaten folgt nun die zweite Stufe. Wir geben mit diesen Reformschritten dringend notwendige Antworten auf drängende Herausforderungen einer älter werdenden Bevölkerung und die steigende Belastung der Pflegekräfte und setzen den Pflegebedürftigkeitsbegriff um. Und es sind doch nur wenige Wochen her, dass wir mit dem Versorgungsstärkungsgesetz wichtige Weichenstellungen für eine bessere, wohnortnahe und patientenorientierte Versorgung getroffen haben. Fast zeitgleich haben wir nach vielen Jahren des Wartens es in dieser Koalition endlich geschafft, ein Präventionsgesetz zu verabschieden, worauf wir schon so lange warten mussten. Noch kurz vor der Sommerpause waren wir in erster Lesung mit der Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung und der Krankenhausreform befasst. Wir wollen die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern, insbesondere im nichtärztlichen Dienst, verbessern. Das ist eines der wichtigsten Ziele, das die SPD verfolgt. Das alles sind keine Kleinigkeiten. Das sind Entscheidungen mit großer Wirkung, die getroffen wurden. Und es wird auch in den kommenden Monaten noch einige weitere wichtige Entscheidungen geben müssen, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen politischen Entwicklung. Das fordert auch von uns wichtige Entscheidungen auch im Gesundheitsbereich. Mich freut es daher, dass wir auch in unserem Einzelplan dazu Mittel für die Aspekte der Migration und Integration eingestellt haben. Und ich freue mich darüber, dass nun auch NRW einen unbürokratischen Weg für eine Gesundheitskarte für Asylsuchende gefunden hat und den Weg freigemacht hat. Wichtig, und deshalb heiße ich es auch gut, ist der Sachverhalt, dass im Entwurf der Ressortforschung mehr Gewicht beigemessen wird. Knapp 2,5 Millionen Euro Zuwachs im Vergleich zu 2015 sind ein richtiger Schritt. Profitieren wird hiervon zum Beispiel auch der zu entwickelnde Masterplan Medizinstudium 2020. Lassen Sie mich noch einige Aspekte zum Drogen- und Suchtbereich sagen, da er ein wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit und der gesundheitlichen Aufklärung ist. Über die Sommerpause schlugen die Wellen im Bereich Drogen und Sucht auch wieder hoch. Nicht zuletzt durch die Sicherung einer Rekordmenge Crystal Meth in Berlin wird deutlich, dass sich diese Gefahr
auch ausweitet und durchaus leider außerhalb Sachsens und Bayerns angekommen ist. Auch die Entwicklungen mit den Legal Highs, diesen oftmals todbringenden Kräutermischungen, mahnen uns, vorhandene Modellmaßnahmen auskömmlich zu finanzieren. Der im Entwurf enthaltene Aufwuchs ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch an dieser Stelle möchte ich noch mal betonen, dass nicht alle sinnvollen Maßnahmen im Bereich der Drogen- und Suchtpolitik Geld kosten müssen. Vor einem Jahr habe ich hier in der Haushaltsdebatte Stellung bezogen zu der Frage Kinder- und Jugendschutz in Bezug auf E-Zigaretten und E-Shishas. Und ich bin durchaus einverstanden, dass sich nun auch die Bundesregierung mit Familienministerin Manuela Schwesig dafür stark machen und nun auch dort Klarheit geschaffen wird. Aus Sicht des Gesundheitspolitikers möchte ich allerdings in Bezug auf E-Zigaretten noch weitergehende Maßnahmen. Es kann nicht sein, dass alle anderen technischen Geräte, bevor sie in den Verkauf kommen, auf Herz und Nieren geprüft werden müssen, um etwaige Gefahren für Anwender zu minimieren. Dies aber bei E-Zigarette nicht der Fall ist. Zahlreiche Fragestellungen in Bezug auf mögliche Gesundheitsgefahren und den Verbraucherschutz bleiben nahezu offen. Zum Beispiel, wie hoch ist die krebserregende Konzentration der Liquids? Wie gesundheitsgefährlich ist Passivdampf in abgeschlossenen Räumen? Wie verhalten sich die Stoffzusammensetzungen, wenn die Akkuleistung absinkt oder die Verbrennungstemperatur sinkt? Daher gehört für mich die E-Zigarette aus gesundheitspolitischer Sicht zumindest auch den Regelungen der Tabakproduktrichtlinie unterworfen. Sie gehört nicht in Kinderhand, und nicht rauchende Bürgerinnen und Bürger müssen vor Passivdampf genauso geschützt werden wie vor Passivrauch. Und auch beim Thema Tabak fordere ich jetzt auch die gleiche Entschlossenheit. Lasst uns endlich das längst überfällige Werbeverbot für Tabakprodukte umsetzen. Und perspektivisch sollte auch die Werbewirkung der Verpackungen weiter beschränkt werden. Ein letzter Punkt. Wichtig vor dem Hintergrund der aktuellen Zahlen über HIV-Neuinfektionen sind die verstetigten Haushaltsmittel im Bereich AIDS. Es wäre fatal, auf diesem Gebiet die Präventionsarbeit bzw. die Forschung zu kürzen. Es zeigt sich, dass es bei manchen die Ansicht gibt, dass wir diese Krankheitsgefahr überwunden hätten. Wir dürfen daher nicht in der Aufklärung über Ansteckungsgefahren nachlassen. Wir müssen vielmehr die Forschung an Heilungsmethoden fortführen. Meine Kollegin Petra Hinz hatte auf den Punkt auch schon mal hingewiesen, wie wichtig der uns ist. Alles in allem, zusammenfassend, liegt uns ein guter Entwurf vor. Und nach dem viel zitierten Strux'schen Gesetz werden wir in intensiven Beratungen die Ansätze bewerten, weiterentwickeln. Und ich bin sicher, dass wir dies ähnlich gut machen wie in den vorangegangenen Haushaltsberatungen und hinterher dann einen guten Haushaltsbeschluss fassen können. Ich freue mich auf die Diskussion und danke für die Aufmerksamkeit. Burkhard Blinert war das für die SPD-Fraktion. Und letzter Redner jetzt zu diesem Debattenpunkt zum Einzelplan Gesundheit, Helmut Heiderich für die CDU-CSU-Fraktion, Mitglied im Haushaltsausschuss. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man als Haushälter am Ende der langen Debatte die Dinge betrachtet, dann ist man eigentlich zuerst mal wieder da, wo der Minister einleitend begonnen hat. Nämlich bei der Erkenntnis, dass das deutsche Gesundheitssystem leistungsstark ist und dass es nach wie vor unter den führenden Systemen weltweit ist. Und deswegen ist der Vorwurf, der vorhin von Seiten der Grünen kam, bei uns würden nicht die Patienten im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, doch eine ziemlich heftige Unterstellung. Sagen Sie mir, wo ist der Patient, der normale Mensch, der normale Versicherte weltweit so im Mittelpunkt eines Gesundheitssystems? Wo hat er so die Möglichkeiten, die gesamten Leistungen in Anspruch zu nehmen, wie bei hier, bei uns in unserem Land? Ich glaube, das muss man an der Stelle auch mal festhalten. Wir haben eben schon gehört, der Minister hat in diesen beiden Jahren in dichter Folge neue Gesetze vorgelegt. Kollege Weinberg war so freundlich, die hier alle vorzutragen, sodass ich das nicht noch mal wiederholen brauche. Und die Fachpolitiker haben in intensiver Arbeit diese Dinge umgesetzt. Und deswegen glaube ich, dass wir sagen können, bei uns ist im Gesundheitsbereich in den letzten Jahren ordentlich geliefert worden.
Es ist sachlich fundiert geliefert worden. Es sind die Dinge inhaltlich gut abgesichert und strukturell zukunftsorientiert entschieden worden. Und auch das ist eine Leistung, die diese Koalition gebracht hat. Und darauf dürfen wir auch einmal stolz sein, dass wir das in dieser kurzen Zeit geschafft haben. Und, meine Damen und Herren, das, was versucht wird, von der Opposition hier so immer als Generalvorwurf darzustellen, das widerlegt sich eigentlich von selbst. Ich will da mal ein Beispiel zu nehmen. Im vergangenen Jahr in der Debatte wurde von Seiten der Grünen gesagt, es bleibt dabei, dass wichtige Vorhaben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden, wie die Einführung des neuen Pflegebegriffs, eine Krankenhausreform oder das Präventionsgesetz. Ich glaube, die Entwicklung zeigt, wie weltfern die Grünen mit ihren Behauptungen sind. Denn das Präventionsgesetz ist in Kraft. Selbst die Länder haben im Sommer mit Beteiligung der Grünen diesem Gesetz zugestimmt. Also, es ist in Kraft. Die Krankenhausreform wurde gestern die Anhörung durchgeführt und der neue Pflegebegriff ist in der praktischen Anwendung. Der Minister hat bereits darauf hingewiesen, der neue Pflegebegriff kommt. Also das, was Sie im vorigen Jahr so breit hier auf St. Nimmerlein verschoben haben, das haben wir in einem Jahr geschafft und das ist eine Leistung dieser Koalition. Aber lassen Sie mich noch einmal auf das Thema der Prävention zurückkommen. Für mich ist das eines der wesentlichen oder eines der wichtigen Themen der Zukunft. Denn für mich beginnt Solidarität im Gesundheitswesen nicht erst dann, wenn man die Leistungen in Anspruch nehmen muss, sondern es beginnt schon dann, wenn man selber mit eigener Verantwortung dazu beiträgt, möglichst wenig Leistungen in Anspruch nehmen zu müssen, nämlich durch ein gesundheitsbewusstes Verhalten den Anspruchnahmen vielleicht vorbeugen zu können. Und deshalb unterstütze ich auch gerne alle Initiativen dieser Art, auch die nicht aus diesem Hause, sondern aus dem Privatbereich kommen. Ich will mal auf eine eingehen. Wir alle haben ja eine Einladung für die nächste Sitzungswoche zu solch einer Privatinitiative, die seit dem Jahre 2003 unter dem Titel Deutschland bewegt sich firmiert und versucht, die Bürger für Prävention in diesem Bereich zu begeistern. Sie wissen, da sind ZDF, Barmer und Bild miteinander in einer gemeinsamen Leistung oder in einer gemeinsamen Orientierung. In dieser Initiative heißt es wörtlich, man wolle zu eigenverantwortlichem und gesundheitsförderndem Verhalten motivieren. Ich denke, das ist ein Ansatz, den wir gar nicht auch genügend unterstützen können. Und deswegen glaube ich, brauchen wir noch viel weitere Initiativen dieser Art, brauchen wir noch viel weitere Mitbürger, die wir für diese Entwicklung gewinnen können. Denn gerade das Gesundheitsverhalten der jungen Generation, darauf ist ja auch schon mehrfach eingegangen worden, gerade dieses Gesundheitsverhalten der jungen Generation wird immer problematischer. Die Feststellung des steigenden Körpergewichts, der Anfälligkeit für Diabetes, Kollege Monschat arbeitet da ja in besonderer Weise in diesem Bereich, zeigen, dass wir vieles zu tun haben. Und deswegen ist es auch gut, Frau Hinz hat schon darauf hingewiesen, dass wir im Haushalt jetzt einen Ansatz haben für diesen Bereich. Das sollten wir weiter unterstützen. Und diese Art von Prävention, die Förderung der Gesundheit, ist ein ganz entscheidendes Thema. Lassen Sie mich noch kurz ein zweites Thema ansprechen, das ich heute hier ganz vermisst habe. In den Debatten der letzten beiden Jahre haben wir uns von Seiten der Opposition ständig Vorwürfen aussetzen müssen, dass wir den Gesundheitsfonds für den Haushalt verändert haben. Da gab es Vorwürfe, wir greifen mit vollen Händen die Sozialkassen, wir finanzieren das auf dem Rücken der Beitragszahler, die Beiträge werden steigen und was wird alles passieren? Heute habe ich kein Wort mehr gehört. Das zeigt, dass die Vorwürfe, die Sie gemacht haben, auch nicht sehr fundiert waren. In der ganzen Zeit der letzten drei Jahre ist nicht ein einziger Beitrag gestiegen. Und während wir jetzt wieder zurückgehen und wieder die volle Leistung in den Gesundheitsfonds einzahlen, sagen Sie kein Wort zu diesem Thema. Ich denke, wir als Haushälter sollten durchaus im Auge behalten, dass wir auch in den kommenden Jahren diesen Gesundheitsfonds weiter aufstocken wollen. Ich hätte mir die Forderung von Ihrer Seite erwartet, aber wir behalten in Erinnerung, der Gesundheitsfonds
ist für uns eine wesentliche Quelle zur Finanzierung des Gesundheitssystems. Und wir wollen die Mittel in diesem Zusammenhang auch entsprechend wieder einbringen. Ein drittes Thema, auch schon breit angesprochen, wesentliches Zukunftsthema, ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Wir haben hier gemeinsam schon eine ganze Reihe von Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen. Wir sind da lange noch nicht am Ziel, das wissen wir alle. Aber ich will auch mal ein Beispiel liefern, dass diese Schritte, die wir gemacht haben, durchaus schon Erfolg zeigen. Ich habe selbst einen Wahlkreis im ländlichen Raum und weiß, worüber ich da rede. Wir haben es geschafft, mit diesen Maßnahmen in den letzten beiden Jahren in meinem Wahlkreis 15 Arztsitze entweder neu zu besetzen oder aber dann fortzusetzen. Das heißt, diese Projekte, diese Maßnahmen, diese Beschlüsse, die wir durchgeführt haben, sind nicht so weltfremd, wie eben immer versucht wird, von der Opposition darzustellen, sondern sie sind hilfreich auf dem Weg, die Gesundheitsversorgung flächendeckend zu erhalten. Und das wollen wir weiterentwickeln. Aber da sind wir schon einen ganz ordentlichen Schritt vorangekommen. Und wir haben in Hessen auch gemeinsam mit der Landesregierung dafür Sorge getragen, dass im Medizinstudium junge angehende Mediziner unterstützt werden im Bereich der Allgemeinausbildung und im Bereich der Weiterbildung der Allgemeinmedizin. Diese jungen Leute bekommen einen Zuschuss pro Semester, und es zeigt sich, dass wir auch hier erfolgreich sind, dass auch hier bereits eine ganze Zahl von Studenten in diesen Bereich wechseln und wir Hoffnung haben können, dass wir daraus auch für die Zukunft weitere Leistungen erreichen können. Und letzter Punkt. Wir haben in der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gesundheitsbereichen, den Kassen, den Ärzten, den Krankenhäusern, aber auch den Reha-Einrichtungen Effekte erreichen können und Verbesserungen erreichen können, die wir vorher so nicht hatten. Und deswegen glaube ich, muss auch diese Zusammenarbeit, müssen auch die medizinischen Versorgungszentren hier weiter stark in diese Entwicklung eingebunden werden, damit wir hier für die Zukunft entsprechend Vorteile gewinnen können. Ein letzter Punkt, die internationale Verantwortung. Es ist eben schon darauf hingewiesen worden, dass wir im Bereich der Ebola-Bekämpfung uns als Deutschland stark eingebracht haben. Wir sind da auch international mit unserer technischen Hilfe anerkannt worden. Wir haben große Zustimmung gewonnen. Aber wir sind auch bei der WHO, nenne mal das Stichwort Antibiotikaresistenz, gebeten worden, uns stärker zu engagieren. Und deswegen freue ich mich, dass es mit diesem Haushalt möglich wird, im Zusammenhang mit dem BMZ, es wurde darauf schon hingewiesen, einzusteigen in die freiwilligen Leistungen bei der WHO. Was heißt freiwillige Leistungen? Wir haben damit die Möglichkeit, in die programmatische und die strukturelle Weiterentwicklung der WHO mit einzugreifen, uns mit zu beteiligen, mit eigenem Personal dort Unterstützung zu geben und somit die positive Zukunftsentwicklung der WHO zu beeinflussen. Das ist, glaube ich, für uns ein großes Thema. Und es wurde ja gesagt, die Präsidentin oder die Generaldirektorin wird hier nach Berlin kommen. Frau Bundeskanzlerin hat sich bei der Generalversammlung persönlich dafür ausgesprochen. Und ich glaube, es steht uns sehr gut an, wenn wir mit diesem Haushalt auch hier Unterstützung für die Zukunftsentwicklung der WHO geben können. Ich freue mich auf die Beratungen und die Verstärkungen, die wir noch an der einen oder anderen Stelle leisten können. Und wir bleiben auf dem Weg. Deutschland hat ein leistungsstarkes Gesundheitssystem, und das wollen wir weiter verbessern, damit wir weltweit im Wettbewerb vorne bleiben. Vielen Dank.